So, Sonntag, wie immer, schwer beschäftigt. Was haben wir heute gemacht? Natacha hat es wieder durchgedreht und hat angefangen, schon mal Scheiben sauber zu machen, weil die sind ordentlich dreckig gewesen. Auch der Eingang ist, bam, blitzeblank. Geil, ne? So. Wir haben Schränke aufgebaut. Wir haben Theke aufgestellt, also zusammengeschraubt. Wir haben Verpackungstischinsel gemacht. Hier kommt noch eine zusätzliche Platte, wird mit diesem Teppich verkleidet, damit wir hier auch schneiden können, damit die Oberfläche nicht kaputt geht. Dann die haben wir nur aufgestellt, weil die werden hier irgendwann mal aufgehängt, damit wir da unsere Rollen und alle mögliche drauf machen. Hier den Schrank haben wir zusammengebaut für Verpackungen, alle möglichen Größen. Lang, kurz, das kann man hier mit den Dingen regeln. Grafikabteilung hat auch schon seinen Platz zugeordnet bekommen, sozusagen. Hier genauso. Schrank, hier kommen die ganzen Zeug für Binden, Laminieren, alles mögliche. Laminatus ist schon da, Kunststoffbindung, Spiralbindung. Alles ist dabei. So, ein Regal auch hier. Hier kommen auch Klebebänder, keine Ahnung, Envelopes, kleine Kartonagen. Und der Versandmakler sitzt dann hier irgendwann mal, hat seinen schon Chefsessel bekommen. Ah, schön, geil. Einmal hinsetzen. Ja. An sich können wir eigentlich loslegen. Schön wär's. Immer kleinen Scheiß. Aber ich habe da eine Frage an euch. Wir haben in Italien spezielle Designer, die das Ganze designen. Das ist halt ein Franchise-System, ähnlich wie bei McDonald's. Es muss alles gleich aussehen, egal wo ich in Italien reingehe, USA, keine Ahnung wo. Deswegen ist ja auch die Möbel aus Italien. Die Frage. Die haben natürlich designt, wo was stehen könnte, sollte. Wir finden aber so erstmal besser. Passend zu arbeiten. Zweitens haben wir hier von uns Logos. Die habe ich einfach nur erstmal draufgelegt, weil die werden ja nachher ersetzt. Also das geht, eine Platte geht raus, das wird reingesetzt. So, jetzt habe ich mir gedacht, hier haben wir so einen Teppich, Abwischteppich, wenn der Kunde so reingeht. So. Guten Tag. So, da haben wir schon mal ein Emblem. Da haben die uns aber vier zugeschickt und war es irgendwie komisch verteilt. Drei hier vorne und eine bei der Seite. Keine Ahnung, fand ich nicht so gut. Ich habe jetzt eine da gemacht und drei so. Einfach so. Die machen ja kein besonderes, ja. Aber so sehe ich da irgendwie wenigstens mal Sinn drin. Irgendwie gleichmäßig. Was sagt ihr dazu? Soll ich die so lassen? Oder nicht? Schreib mal. Danke. Und schönen Sonntag noch. Tschüss. Aber eins habe ich vergessen zu sagen. Mir war doch eine Tür die ganze Zeit wie ein Dorn im Auge. Wo ist sie denn? Wir haben die ersetzt. Wir haben einfach Regal davor geklatscht. Weil die ging mir auf den Sack, diese Tür. Jetzt haben wir nur eine, also von dieser Seite. Mehr braucht man ja auch nicht. Wir müssen ja auch nicht jedes Mal in jeder einzelnen Toilette einzelne Tür benutzen. Die haben wir zugeschlossen. Zugemacht, fertig. Die aus der Werkstatt kommen hier rein, die aus dem Verkaufsbereich kommen hier rein, dann passt das. Ja, dafür sieht das besser aus und wir können auch mehr dann aufstellen von Möbeln oder wie auch immer, so wie hier. Gut gelöst, oder? Paul ist gut, ne? Paul ist gut. Paul? Sag, Paul ist gut. Ich war das mit dir. Ach so, egal, sie war auch gut. Einmal, okay. Okay, tschüss.